Guten Abend und natürlich herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar hier bei JFD Brokers und mein Name ist Stefan Friedrichowski. Ja, der Name ist wirklich kompliziert, deswegen geht gerne direkt zum Du über, egal ob jetzt hier im Chat oder auch später mal bei einer E-Mail, die ihr jederzeit hier auch an mich schicken könnt. Ihr seht, meine Kontaktdaten sind hier auf der ersten Folie schon gleich genannt, also Nachname, wie gesagt, sehr kompliziert. S.Friedrichowski@jfdbrokers.com. Ja, heute haben wir den 23. August 2017, 19 Uhr. Und natürlich auch nochmal im Namen von JFD herzlich willkommen zu diesem Webinar zum Titel Selbstadaptierende Trading-Strategien. Ich weiß, dieser Name klingt schon gleich irgendwie kompliziert und so, als wenn man damit gar nichts anfangen könnte. Aber wir werden sehen, es ist eine mächtige Methode. Und die will ich natürlich heute mal im Detail vorstellen, was das eigentlich heißt, dass sich eine Strategie anpassen soll. Der Hintergrund ist, glaube ich, sofort offensichtlich. Wir alle würden ein Statement wie Märkte ändern sich wahrscheinlich alle unterschreiben. Und wenn wir sagen, Märkte ändern sich, sollte man hinterfragen, ob sich nicht dann auch Strategien, also Trading-Strategien, entsprechend ändern sollen, müssen, können. Und genau das werden wir natürlich heute mal genauer erläutern. Ich kriege gerade einen lustigen Kommentar, deswegen stutze ich hier gerade. Klingt nach einer Steckverbindung der besonderen Art. Nein, es geht hier nicht um Adapter, also Stromadapter oder irgendwelche anderen Adapter. Nein, es geht darum, dass sich eine Trading-Strategie an den Markt natürlich anpassen soll. Aber ich weiß, das war schon vorher auch richtig verstanden, aber die Analogie ist natürlich wirklich gut und auch lustig. So, was gibt's noch vorweg zu sagen? Wie immer zwei Dinge. Das eine, die Folien sind wieder hochgeladen. Das heißt, ihr könnt in dem GoToWebinar Control Panel auch die Folien bereits herunterladen. Und das Webinar wird auch aufgezeichnet. Und ihr findet das auch immer auf dem YouTube-Channel von JFD. Wie man den findet, naja, also ich sag's mal ganz trivial. Man tippe einfach in Google JFD YouTube ein und dann landet man unmittelbar auf dem Kanal und da findet man dann auch die entsprechende Aufzeichnung von diesem Webinar, von allen anderen, von mir und natürlich auch von all meinen Kollegen, die ebenfalls sehr hochwertige Webinare halten. Das war Vorbemerkung Nummer 1. Vorbemerkung Nummer 2. Kennt ihr? Natürlich muss ich mal wieder darauf hinweisen, wir reden über Trading-Strategien. Und logischerweise gilt wie immer der Satz, wenn ihr tradet, tut ihr das natürlich wie immer auf komplett eigene Verantwortung. Und deswegen auch nochmal hier dieser Risk Disclaimer sei hier genannt. Gehört zum Geschäft, also soll er auch hier nochmal mitgezeigt werden. Okay. Aber jetzt mal zum eigentlichen Thema. Was machen wir heute im Webinar? Ich werde, weil das tatsächlich sich so ein bisschen anlehnt an unser letztes Webinar von vor 2 Wochen, da hatten wir das Thema Breakout-Strategien und ich mache einen Kurzabriss nochmal davon. Seid bitte nicht gelangweilt, wer auch da schon da war. Nehmt das eine kurze Wiederholung, aber es ist besser, ich hole euch da nochmal ab, weil dann wird der Rest nachher auch ein bisschen sprechender. Und bleibt nicht ganz so abstrakt für selbstadaptierende Trading-Strategien, weil ich will es tatsächlich anhand der Breakout-Strategien auch mal im Detail zeigen. Und deswegen da nochmal eine kurze Analyse. Ich hatte es schon mal versprochen, dass ich eine Methode habe, um die sogenannte Überoptimierung von Strategien zu vermeiden. Kurz gesagt, was ist eigentlich Überoptimierung? Naja, das ist so im Wesentlichen. Man sucht Parameter für Strategien und sucht einfach nach den besten für die beste Equity-Kurve, wie auch immer wir die definieren. Ja, und dann kommt es schnell vor, dass man die sogenannte Überoptimierung angewendet hat. Das heißt, man hat einen Parametersatz gefunden, der zwar genial ist, aber irgendwie für die Zukunft dann doch nichts taugt. Und um das zu vermeiden, gibt es eine Methode, die heißt bei mir immer einfach Nachbarschaftsanalyse.
Da muss ich ehrlich gesagt sagen, kenne ich keine wirkliche wissenschaftlichen Begriff für, wie man das nochmal anders nennen kann. Plateausuche wäre vielleicht noch etwas, aber wir werden sehen. Da geht es darum, dass ich sage, hey, wenn wir Parameter haben, dann müssen auch Nachbarn davon ebenfalls zu guten Equities führen. Und was das dann im Detail bedeutet, will ich euch mal vorstellen, weil ich wende es ohnehin nachher auch an, als Teil dessen, wie so eine dynamische Strategie dann entsteht. Und ich möchte ohnehin immer gerne hier auch mal Methoden in diesen Webinaren vorstellen, einfach um euch zusätzliches Futter zu bieten, auch für eure eigenen Analysen, für eure eigene Entstehung von Trading-Strategien, einfach als kleiner zusätzlicher Input. Dann kommt die eigentliche Methode, die in Richtung der selbstadaptierenden Trading-Strategien geht. Und diese Methode nennt sich in der Literatur meistens die Walk-Forward-Methode. Was das dann genau bedeutet, werden wir natürlich sehen. Und natürlich gibt es dazu auch ein paar Beispiele. So soll es dann genau sein. Ja, jetzt kommen noch ein paar guten Abendmeldungen hier rein. Immer gerne und danke an alle nochmal. Auch nochmal einen wunderschönen Abend hier bei JFD. Jetzt hatte ich gesagt, kurze Wiederholung, also das geht ganz schnell, dass wir nochmal wissen, was eigentlich diese Breakout-Strategie denn zeigen soll. Und wenn jetzt mal hier mein Monitor kommt, was ich mal hoffe, dass das hier früher oder später auch mal passiert. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Sorry für das. Ich hoffe, dann schiebe ich das Fenster einfach mal kurz weg, klicke den nochmal an und hoffe, dass jetzt mal die Folien kommen. Die kommen nicht, also müssen wir das anders machen. Eine Sekunde. Sorry für diesen Delay hier. Dann nehme ich einfach die Folien von letztem Mal als PDF und hoffe, dass wir die in endlicher Zeit hier dann auch gleich haben, damit ich nochmal kurz auf das eingehen kann, was eine Open Range Breakout Strategie eigentlich ausmacht. Dazu einfach hier dieses eine Bild und das soll auch die ganze Wiederholung von letzter Woche sein. Nämlich eine Range Breakout Strategie entsteht am einfachsten dadurch, dass man sagt, okay, wir haben hier einen Chart und wir fangen an mit zwei vertikalen Linien. Nämlich die eine, die ist jetzt hier zunächst mal willkürlich auf 0 Uhr gesetzt und eine zweite, die auf 8 Uhr gesetzt ist. Und wenn wir dann 8 Uhr haben innerhalb dieses einen Tages, dann sind wir natürlich in der Lage, von dieser Range das Maximum zu bestimmen, was jetzt hier oben liegt, da wo die rote Linie im Moment ist. Und natürlich auch das Minimum innerhalb dieser Range. Das kann man nicht ganz so genau sehen, dass hier die letzte Kerze eine recht lange Lunte hat, die genau bis hier runterreicht. Und das ist dann genau das, was diese Range in Summe markiert. Das heißt, aus dieser zeitlichen Range wird dann hier eine preisliche Range und dann Punkt 8 Uhr werden zwei Order platziert, eine Buy-Stop-Order auf der Oberkante und eine Sell-Stop-Order auf der Unterkante. Die Logik ist so, dass wir sagen, hey, Stop-Loss ist jeweils die Gegenseite. Das heißt, von der Sell-Stop-Order hier unten ist der Stop-Loss genau hier oben. Und dann lassen wir den Markt erstmal entscheiden, in welche Richtung er denn läuft. Und hier in meinem Beispiel sind wir dann Short getriggert worden. Das heißt, unsere Short Order ist ins Laufen gekommen. Und dann, so ist es halt meistens bei OCO-Strategien, geht man hin und macht diese OCO, one cancels the other. Das heißt, die Long Order würde in dem Moment, wo die Short Order aktiviert wurde, würde die Long Order gelöscht werden. Das heißt, die nehmen wir aus dem Markt. Und dann lassen wir einfach diesen Trade für diesen Tag so weiterlaufen. Der Trade wiederum hat einen Take Profit. In meinem Fall ist es hier die
grüne Linie. Und wie immer, wenn jemand ein Webinar hält und eine Strategie erzählt, ist es natürlich so, dass in dem Fall nach kurzer Zeit hier so gegen 13 Uhr der Trade natürlich schon seinen Take-Profit erreicht hat. Das sage ich immer so schmunzelnd, weil, naja, es soll natürlich in dem Moment passen. Wir alle wissen, dass es sicherlich nicht immer passt. Aber hier an diesem Beispiel ist jetzt dieser Short dann nach kurzer Zeit zu seinem Take-Profit gelaufen, also so circa 13 Uhr. Und der Trade ist beendet und damit ist der Tag auch gelaufen für eine solche Open-Range-Breakout-Strategie. Gucken wir ein bisschen abstrakter auf die Strategie, dann ist es so, dass wir sagen, okay, sie hat auf jeden Fall schon mal drei Parameter oder, wenn es mathematisch sagen würde, sagt, er hat drei, diese Strategie hat drei Freiheitsgrade, nämlich die Range-Startzeit, in meinem Beispiel hier 0 Uhr, dann eine Range-Endzeit, in meinem Beispiel 8 Uhr und, worüber wir nämlich bisher noch gar nicht wirklich geredet haben, wo setze ich den Take-Profit? Und das ist bei mir immer so ein Take-Profit-Multiplier, weil wo der Stop-Loss ist, wissen wir ja, das ist also auch kein Freiheitsgrad, ist mal die Gegenseite. Also brauchen wir jetzt sowas wie einen CRV und in dem gezeichneten Beispiel hier ist das CRV genau 1. Das heißt, genau die Range-Länge, die Range-Höhe ist hier nach unten abgetragen und das bildete den Take-Profit. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier schon mal drei Freiheitsgrade, an denen wir natürlich erstmal frei spielen können. Also das heißt, wir können fragen, nehmen wir mal andere Startzeiten, nämlich nicht 0 Uhr, sondern 1 Uhr oder 2 Uhr vielleicht und als Range-Endzeit, na, vielleicht die 9 Uhr oder die 10 Uhr. Ihr seht, da entstehen ganz, ganz viele Kombinationen. Ja, und natürlich gilt das Gleiche für den Take-Profit-Multiplier. Zwingt uns ja keiner, hier mit einem CRV von 1 zu traden. Könnte ja auch vernünftig sein von 2, 3, was auch immer. Vielleicht auch sogar nur 0,7. Auch denkbar. Erstmal sind es also Freiheitsgrade. Und die gilt es natürlich jetzt zu bestimmen. Das heißt, jetzt kommt der Moment der Optimierung. Aber so viel nochmal zum Grundprinzip der Open Range Breakout Strategie. Und es kommt gerade noch der Hinweis, ob sie denn heute auch genau so geklappt hätte. Na, keine Ahnung. Werden wir nachher nochmal reinschauen, ob der Euro, japanische Yen, in der selbst adaptierenden Strategie schon getriggert wurde oder nicht. Also vor dem Webinar war der Trade noch nicht mal getriggert. Das heißt, da sind noch die beiden Order im Markt. Gut, wir hatten noch letztes Mal gesehen, dass man, wenn man diese Strategie hier weiterverfolgt, sich durchaus noch weitere Überlegungen machen kann, also weitere Optionen dazu nimmt, die dann wiederum schnell weitere Freiheitsgrade sind, zum Beispiel den EMA als Trendfilter, dass man nur in eine Richtung vielleicht die Order platziert oder, und das hatte ich letztes Mal auch schon mal erwähnt, weil das kommt dann heute auch wieder vor, zum Beispiel führt man eine minimale Range-Größe ein. Wir hatten das auch mal genauer diskutiert, warum das sinnvoll sein kann. Diese Range, dass sie eine minimale Größe hat und das wird auch nachher hier der vierte Freiheitsgrad für diese Strategie dann sein. So viel aber nochmal allgemein zu Breakout-Strategien. Jetzt gilt es als nächstes, das Ganze zu optimieren. Gut, optimieren. Und dann sind wir schnell bei dem Thema Überoptimierung. Gucken wir uns das mal eben nochmal an, was wir denn haben. Also wir haben eine Trading-Strategie und ich sage das jetzt bewusst so allgemein, auch wenn ich es nachher konkret hier auf die Open-Range-Breakout-Strategie dann anwenden will. Eine Trading-Strategie, wie auch immer sie geartet ist, hat immer irgendwelche Parameter. In unserem Fall ja gerade Uhrzeiten oder vielleicht machen wir irgendwelche Trendfolgestrategien, dann haben wir vielleicht einen Stop-Loss, vielleicht in Prozent vom Kurs, als Multiple auf einen ATR, was auch immer. Wir haben vielleicht für den Trade einen CRV als weiteren Freiheitsgrad. Wir haben vielleicht EMA-Perioden, wo wir nicht wissen, ist es vielleicht eine 20 oder eine 80. Also wir haben einen Haufen von Freiheitsgraden. Und was man ja jetzt anschließend dann tut, wenn man hier Trading-Strategien entwickelt, dann nimmt man sich eine Kurshistorie
Und der eine sagt, hey, ich nehme eine ganz lange, der andere sagt, ich nehme eher nur eine sehr kurze, vielleicht ein paar Monate, ein paar Wochen, ein paar Jahre, ein ganzes Jahrzehnt, ist auch jetzt erstmal nicht wirklich von Belang. Und dann versuchen wir, die beste Equity zu erzeugen, indem wir an den Parametern variieren, vielleicht am Stop-Loss, an der EMA-Periode oder jetzt im Beispiel der Open-Range-Breakout-Strategien, zum Beispiel insbesondere an den Uhrzeiten. In welcher Uhrzeitbereich soll denn die Range gebildet werden? Und dann suchen wir die beste Equity. Hatten wir auch schon mal genauer im Webinar mal besprochen, was das konkret bei mir heißt. Das heißt jetzt nicht automatisch, hey, höchster Profit, sondern ich habe da ja eine Kennziffer eingeführt, den sogenannten Opti, der auch den Drawdown berücksichtigt und auch berücksichtigt, wie linear die Equity-Kurve ist und schließlich endlich noch, wie die Steigung der Equity-Kurve ist. Danach entscheide ich immer, welche Equity besser ist als die andere. Ich werde das Vergleich im Beispiel mal wieder zu normalen Eurobeträgen gehen, weil das immer anschaulicher ist. Aber bleiben wir mal dabei. Wir suchen jetzt die beste Equity. Nur wie verhindert man jetzt? Also es gibt sicherlich einen Parametersatz, der zu einer besten Equity, wie auch immer die definiert ist, dann führt. Dieser eine wäre dann normalerweise der Parametersatz unserer Wahl. Nur könnte es nicht sein, dass wir uns jetzt überoptimiert haben? Und um das mal euch als Konzept vorzustellen, will ich euch zeigen, wie man dann vorgeht. Und zwar, was man macht, ist, man macht diese Nachbarschaftsanalyse im Parameterraum. Klingt wieder wahnsinnig abstrakt. Wird aber gleich wieder ganz anschaulich. Stellt euch zum Beispiel vor, wir haben eine Strategie basierend auf dem EMA und wir stellen fest, der EMA 158 ist einfach super. Da kommt die beste Equity-Kurve raus. Jetzt würdet ihr euch sicherlich wundern, wenn mit 159 EMA-Periode die Strategie den Keller runterrutscht, also die Equity plötzlich schon zusammenbricht. Da würden ja sofort alle roten Lampen angehen und wir uns fragen, hey, das darf doch irgendwie nicht sein. 100 EMA-Periode 158, alles ist super. EMA-Periode 159 und wir liegen komplett daneben mit unserer Equity. Das genau darf nicht sein. Und das ist genau gemeint, wenn ich sage, wir machen die Nachbarschaftsanalyse. Wir suchen von unserem Aufpunkt, also der Punkt, der eigentlich zum Beispiel der beste war, fragen wir, wenn ich jetzt nach rechts und nach links wackel, wie sieht dann die Equity-Kurve aus? Bricht sie zusammen? Bleibt sie stabil? Und genau das ist das, was wir machen. Um das mal ein bisschen zu versinnbildlichen, habe ich mal hier ein Beispiel gemacht. Dieses Beispiel ist völlig fiktiv. Also es entspricht nicht aus einer unmittelbaren Strategieentwicklung, sondern sämtliche Zahlen hier sind frei erfunden, nur um das Konzept mal darzulegen. Hier habe ich jetzt mich nicht für eine EMA-Periode entschieden, sondern ich sage immer einfach, wir haben eine Strategie, die hat einen Freiheitsgrad, einen Parameter, und zwar den Stop-Loss und den hier in Prozent. Und da habe ich viel variiert an, sozusagen, ich bin hier einfach in 0,1 Schritten durchgelaufen durch eine wie auch immer geartete Strategie und habe jetzt, um nicht den Opti zu bemühen, sondern ich habe einfach tatsächlich hier jetzt einen Profit hingeschrieben. Und ihr seht, ach, guck mal, wenn man also 0,1% Stop-Loss nimmt, dann haben wir gar keinen Profit, sondern wir sind negativ, minus 1.000 € und so weiter und so fort. Und um das Ganze mal grafisch darzustellen, naja, habe ich es natürlich hier einfach aufgetragen. Das heißt, wir sehen jetzt hier den Profit aufgetragen gegen unseren einen Parameter, nämlich den Stop-Loss. Ja, jeder erkennt sofort, welches der beste Parametersatz ist. Natürlich der hier. Dieser ist der beste, der hier überhaupt vorkommt. Da haben wir einen Profit von 2.600 €. Und das ist definitiv der Beste. Aber euch wird intuitiv, allein schon durch die Art der Darstellung klar, dass ich diesen mit einem Stop-Loss von 0,8% nicht traden würde. Sondern wenn man das schon gleich als eine solche Grafik darstellt, wird sofort klar, wo man eher traden würde. Also welchen Stop-Loss man dann tatsächlich für seine Strategie verwenden würde. Ich glaube, es ist kein Geheimnis und auch keine Überraschung, wenn ich sage, hey, das muss irgendwo hier sein.
Und deswegen vorhin auch schon in der Einleitung der Begriff Plateausuche. Also wir suchen ein Plateau in unserem Parameterraum. Hier ist jetzt alles einfach, weil ich habe nur einen Freiheitsgrad dargestellt, deswegen kann ich das alles hier so schön darstellen in einem einfachen Plot. Ihr ahnt schon sofort, wenn ich jetzt zwei Freiheitsgrade hätte, dann wird es immerhin auch noch darstellbar. Dann würde ich halt hier so einen 3D-Plot hinlegen. Ab dem dritten Freiheitsgrad kriege ich jetzt ein grafisches Problem. Und erst recht, wenn ich dann vier Freiheitsgrade nehme. Das ist aber jetzt nur das Problem der Darstellung, aber nicht das Problem der Mathematik. Was man jetzt hier macht, um das Ganze abstrakt und auch sozusagen formell, man sagt einfach, man fragt, wie sieht es denn mit einem Nachbarn aus? Mit einem Nachbarn, und was ist jetzt gemeint? Ich mache was ganz Einfaches. Ich nehme hier einfach den Durchschnitt von diesen drei Profiten. Damit habe ich einen Nachbarn zur Rechten und einen Nachbarn zur Linken, oder jetzt in meinem Fall einen Nachbarn oben und einen Nachbarn unten. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das natürlich auch hier runterziehen. Und jetzt gönne ich mir mal eben hier oben und unten noch zwei Nullen dran, damit das einfacher und schneller darstellbar hier wird. Und jetzt können wir uns die Kurve wieder angucken. Das heißt, wir haben jetzt sowas, also einen ersten Nachbarschaftsanalyse gemacht, und zwar mit einem Nachbarn. Und ihr seht schon sofort, was hier Schönes passiert. Ich hänge die mal ungefähr so dran, dass sie gleich aussieht. Unser ehemalig bester Punkt ist bereits jetzt schon nicht mehr der beste. Jetzt merken wir schon, aha, es ist eher hier. Also das, was jetzt hier gerade passiert, rein mathematisch, ist genau das, was auch unsere Intuition uns gesagt hätte, wie man es denn am besten macht. Und ich mache es trotzdem auch noch mal einmal mathematisch weiter. Ich gehe hier auf zwei Nachbarn. Und wir gucken uns das Ganze noch mal an. Gönnen uns hier an den Rändern noch mal eben Nullen und können das dann wieder plotten. Und endgültig wird klar, was Nachbarschaftsanalyse dann bedeutet. Gucken wir uns das noch eben im Bild an. Damit wird nochmal der Unterschied größer zwischen, ich schiebe es mal so ein bisschen hier an der Seite, der Unterschied größer zwischen unserem Plateau und dem, was vorher hier mal genau die Spitze war. Und welchen Parametersatz würde ich jetzt dann tatsächlich traden? Jetzt in unserem eindimensionalen Beispiel wäre es natürlich genau dieser hier. Also 1,8% Stop-Loss. Das wäre jetzt der Parameter, den ich traden würde. Und ihr seht sofort, diese sogenannte Überoptimierung ist hier eindeutig vermieden. Wir hatten halt hier so eine, ich nenne den mal gerne singuläre Lösung, also die bildete da so ein einsames Maximum, und das hätte ruhig noch höher sein können, ich hätte es trotzdem nicht getradet. Und diese Nachbarn ziehen mir das dann auch automatisch runter, weil halt im Bereich um dieses ehemalig wirklich besten Parametersatz, das war, was waren das hier überhaupt, ein Stop-Loss von 0,8%, ja, der verschwindet jetzt. Und so kriegen wir das auch mathematisch eingegrenzt, indem wir halt diese Nachbarn mit in die Waagschale werfen, und dadurch verhindern wir, dass wir einen Parametersatz fürs Traden verwenden, der zwar scheinbar super gut war, aber in Wahrheit eine Überoptimierung darstellte. Und genau das haben wir jetzt hier ganz einfach vermieden, indem wir halt die Nachbarn mit in die Waagschale werfen. Das heißt, wir verlangen, dass die Equity nicht zusammenbricht, wenn man in dem Parameterraum nach rechts und nach links wandert. Naja, und wenn der Parameterraum, und real ist er dann in nahezu allen Strategien dann halt mehrdimensional, dann muss man das halt in die verschiedenen Richtungen innerhalb unseres Parameterraums halt überall simultan machen. Das ist aber mathematisch jetzt überhaupt nicht, noch nicht mal anspruchsvoll. Es wird halt nur nachher nicht mehr so leicht vorstellbar.
Genau. Kommt nochmal der Hinweis, vorhin waren es also Obermieter und Untermieter. Also meine Nachbarn waren ja nicht rechts und links, sondern da drüber und da drunter. Liegt aber nur an der Darstellung, weil ich halt hier eine Spalte gebildet habe und keine Zeile. Und erst recht nicht das Ganze nochmal zweidimensional gemacht habe. Aber ich glaube, ich hoffe, euch ist das Konzept klar, wie man also eine Überoptimierung hier ganz leicht vermeidet, indem man halt genau diese Nachbarn mit berücksichtigt und dann wird es halt wie hier in diesem Beispiel die 1,8. So mache ich das übrigens für alle Strategien. Immer. Nachbarschaftsanalyse gehört bei mir zum Grundwerkzeug, weil ich halt zwar Methoden habe, die Millionen von Equity-Kurven ruckzuck berechnen können und natürlich finde ich auch mal eben einfach den besten. Aber jetzt gilt es natürlich genau zu hinterfragen, ob der Beste wirklich gut ist. Und das geht dann genau über diese Methode, nämlich die Nachbarschaftsanalyse. So viel mal eben zu der einen Methode, Nachbarschaftsanalyse. Jetzt gehen wir natürlich noch weiter in die eigentliche Methode des heutigen Webinars, nämlich der Walk-Forward-Methode, die dann auch zu unseren selbstadaptierenden Trading-Strategien führt. Auch hier will ich zunächst mal ein bisschen ausholen und das Ganze einordnen, auch von der Methode her und von der Methodik her, was eine verwandte Methode ist, die vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört hat. Und zwar ist die Walk-Forward-Methode ziemlich verwandt zu dem sogenannten Out-of-Sample-Test. Oh ja, jetzt erklärt der gute Stefan das eine Fremdwort mit dem anderen. Aber beim Out-of-Sample-Test wird vielleicht intuitiver klar, was es eigentlich damit auf sich hat. Out-of-Sample-Test mal als Beispiel an einem Bilderbeispiel. Stellt euch mal vor, wir haben 1000 Bilder. Und von diesen 1000 Bildern wissen wir genau, das sind einfach Porträts mit bekannten Namen. Also das heißt, ich kann jedes Bild einer Person zuordnen. Also Stefan, Hans-Willi, Udo, wer auch immer. Und jetzt haben wir einen Algorithmus und dieser Algorithmus, der soll lernen, Bilder zu erkennen und dann den Namen zu sagen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es das natürlich auch alles. Hat Google zuerst auch breit mal gemacht. Jetzt komme ich gerade zwar nicht auf den Namen, wie das Google-Tool dazu hieß, aber auf jeden Fall ist das tatsächlich ein Algorithmus, der vorhanden ist. Wer sich jetzt so einen Algorithmus, wer solchen Algorithmus entwickelt, muss sich natürlich überlegen, hey, wie teste ich denn, ob der gut ist? Und das macht man genau mit diesem Out-of-Sample-Test. Man fängt nämlich damit an, dass man sagt, okay, wir nehmen von unseren 1000 Bildern zum Beispiel 700 Bilder, um unseren Algorithmus anzulernen. Okay, jetzt hat der Algorithmus mit diesen 700 Bildern versucht zu lernen, aha, der Stefan sieht so aus, der Udo sieht so aus und der Hans-Willi sieht so aus. Und um jetzt die Güte dieses Algorithmuses zu überprüfen, nimmt man einfach genau die anderen Bilder, die Out-of-Sample-Bilder, und fragt, hey, kann jetzt der Algorithmus die Bilder identifizieren? Und damit kriegen wir sowas für uns Trader ziemlich gut bekannt, nämlich sowas wie eine Trefferquote. Und dann wissen wir genau, ob der Algorithmus was taucht oder nichts taucht. Und das Ganze kann man natürlich jetzt hier iterativ sogar machen. Man nimmt dann aus den 1000 Bildern nochmal andere 700, also man kann die ja zufällig auswählen und versucht dann wieder die fehlenden 300 zu identifizieren und fragt, ob das passt. Und das ist die Methode Out-of-Sample-Test. Wir nehmen das jetzt zum Traden in einer ähnlichen Weise. Nur, dass wir nicht Out-of-Sample-Test machen, sondern wir natürlich uns daran erinnern, dass unsere Kursdaten eine sogenannte Zeitreihe bilden. Das heißt, die eine Kerze kommt nach der anderen Kerze. Und wenn wir heute 2017, 23. August haben, dann ist halt morgen der nächste Tag. Und wir kennen genau die Kurse von gestern und von vorgestern und so weiter. Also wir haben sagen nicht eine Bildersammlung von 1000 Bildern, sondern wir haben eine, nennen wir es mal, geordnete, also zeitlich geordnete Abfolge von Candles. Und deswegen halt eine Zeitreihe. Und an dem Beispiel kann man sofort
erahnen, wie dann Walk-Forward-Methode ganz real bezogen, zum Beispiel auf einer Open-Range-Breakout-Strategie, wirklich funktioniert. Hier ist ein Kursdatensatz in ziemlich langer eigentlich dargestellt. In Wahrheit sind hier 6 Jahre dargestellt. Ich weiß auch niemals mehr, was ich eigentlich zugrunde gelegt habe. Ich glaube, ich habe hier sogar einen Wochenchart zugrunde gelegt, aber nur als zur Illustration. Und Walk-Forward-Methode funktioniert jetzt wie folgt. Was wir machen ist, wir gehen hier an den Anfang. Und ihr seht, ich habe hier zwei Boxen, nämlich eine grüne und eine rote. Fangen wir mit der grünen an. Die grüne Box markiert mir eine bestimmte Historie in der Vergangenheit. Das sind hier, keine Ahnung, ungefähr ein Jahr. Und was wir jetzt machen, ist, innerhalb diesem einen Jahres, also innerhalb dieser grünen Box, gehen wir hin und machen unsere Open Range Breakout Strategie. Das heißt, wir suchen jetzt den Parametersatz für eine Open Range Breakout Strategie, also die Uhrzeiten, Startzeit, Endzeit, CRV und in diesem Fall Minimum Range, sodass wir eine super gute Equity-Kurve kriegen. Dann machen wir natürlich die Nachbarschaftsanalyse, logisch. Das heißt, wir überprüfen, welcher Parametersatz ist auch noch gut, wenn wir noch an der Uhrzeit wackeln. Vielleicht war die scheinbar beste 2 bis 6 Uhr morgens, aber dann fragen wir mal, was ist denn, wenn ich auf 3 bis 7 Uhr morgens gehe, zum Beispiel. Ändert sich dann die Equity-Kurve brutal? Genau mit dieser Methodenkasten, den wir jetzt schon besprochen haben, fragen wir also, was ist der beste Parametersatz, der uns dann noch immer noch eine gute Equity liefert, im Sinne von dem, was wir gelernt haben, wie wir gut an der Stelle definieren, dann unter Berücksichtigung der Nachbarn. Das heißt, innerhalb der grünen Box führen wir die Optimierung durch und finden einen Parametersatz. Und der eigentliche Clou ist schlicht und ergreifend der, dass wir jetzt sagen, okay, dann wenden wir doch mal diesen Parametersatz so auf die nächsten Tage an. Diese nächsten Tage waren ja nicht Teil der Optimierung. Das heißt, sie sind quasi out of sample. Sie waren nicht Bestandteil unserer Optimierung. Wir wenden jetzt unsere Parameter auf die folgenden Tage an und kriegen Trades. Loser-Trades, Winner-Trades, wie auch immer. Und diese Trades, die merken wir uns. Die werden nämlich nachher unsere eigentliche Equity-Kurve bilden. Ich muss immer wieder betonen, die Trades finden in der Zukunft statt. Natürlich ist diese Zukunft, über die ich hier rede, innerhalb der roten Box, natürlich immer noch aus unserer heutigen Perspektive eine Vergangenheit. Aber das ist halt jetzt das Tolle an unserem Geschäft Trading und wir haben Kurshistorien. Da ich mich ja hier gedanklich zurückversetze, als wenn ich an dieser Linie bin, zu diesem Zeitpunkt, ist das, was danach kommt, Zukunft. Hey, und das ist doch genau die Situation, die wir uns ja auch tatsächlich ab morgen dann wirklich stellen. Wir wollen eine Trading-Strategie entwickeln und wollen die jetzt ab morgen traden. Nein, nichts anderes ist jetzt hier passiert. Aber wie geht es jetzt erstmal wirklich dann weiter? Also, optimieren in der grünen Box, dann anwenden in der roten Box und sich diese Trades merken, die dann in der Zukunft stattfinden. Und dann was ganz Einfaches. Wir verschieben einfach die Box genau so weit, wie wir da, wo die rote ursprünglich aufhörte, hört jetzt die grüne auf. Und jetzt beginnt das Spiel einfach wieder von vorne. Das heißt, wir optimieren jetzt hier wieder, diesmal in diesem Vergangenheitszeitraum, der jetzt einfach um die rote Box zeitverschoben nach rechts ist, suchen wieder den besten Parametersatz und wenden diesen Parametersatz dann wieder in der Zukunft, es ist ja wieder dann die Zukunft, dann an, also in der roten Box. Der Kernpunkt dieser ganzen Methode ist,
dass anders als wenn wir sonst schon mal über Trading-Strategien geredet haben und über Optimierungen, da war es immer so, dass wir die gesamte Historie nehmen, wir packen sie, optimieren und dann wollen wir ja eigentlich am Morgen traden. Nur was wir hier machen ist, wir verlagern das Experiment, nennen wir es mal so, iterativ in die Vergangenheit und führen genau das, was wir ja auch ab morgen vorhaben, andauernd in der Vergangenheit, üben wir das sozusagen schon mal. Und wir fragen, sind dann die Trades, die ja jeweils immer in der Zukunft stattgefunden haben, immer noch profitabel? Nächster Schritt, natürlich wieder Iteration hierhin und so weiter und so fort. Und wenn ich gleich auch meine Equity-Kurve zeige, dann ist es natürlich nicht die optimierte Equity-Kurve innerhalb der grünen Box, sondern es ist die Aneinanderreihung aller Trades, die jeweils in den roten Boxen stattgefunden haben, also in der jeweiligen Zukunft. Und wenn wir das Ganze hier so gemacht haben, landen wir natürlich zwangsläufig irgendwann beim Jetzt und Hier. Und jetzt machen wir hier genau das Gleiche. Das heißt, wir optimieren in unserer grünen Box und jetzt gehen morgen die Trades live und in Farbe dann wirklich in unseren Account. Das Tolle ist nur, dass wir dieses Experiment, also ab morgen eine Strategie live traden, haben wir jetzt schon hunderte Mal, tausende Mal in der Vergangenheit durchgeführt. Das gibt uns natürlich dann ein ganz anderes Gefühl für eine Strategie. Um es gleich vorweg zu sagen, das hier ist, weiß Gott nicht, der heilige Gral, um Gottes Willen. Und das vielleicht zunächst mal Überraschende ist, dass die Equity-Kurven, die jetzt gleich rauskommen, sogar in der Mehrzahl eher etwas schlechter sind als Equity-Kurven, die man komplett über eine Historie optimiert hat und die dann zeigt. Warum ist die jetzt schlechter, die ich gleich zeigen werde auch? Naja, es ist ja immer dieses in der Zukunft dann getradet. Und das hat natürlich qualitativ einen riesigen Unterschied. Und der ist nicht zu unterschätzen. Aber das Gute ist, jetzt haben wir eine andere Sicherheit. Jetzt muss es natürlich automatisch zwei Fragen geben. Die eine, wie lang ist denn dein Rückspiegel, den du hier verwendest? Ein Jahr, 2 Jahre? 3 Monate, 2 Wochen, wie auch immer. Und wie lang ist denn dein Vorwärtsspiegel? Also wie lang ist denn die rote Box? Naja, fangen wir mit dem letzten an. Bezogen auf die Open Range Breakout-Strategie kann ich natürlich ultimativ sagen, meine rote Box ist genau ein Tag. Stellen wir uns also vor, wir optimieren, wenden die dann am nächsten Tag an und optimieren einfach wieder. Und bevor sozusagen der Tag schon richtig losgelaufen ist, haben wir natürlich schon wieder unseren neuen Parametersatz. Das heißt, die rote Box ist hier ultimativ schlicht und ergreifend ein Tag, weil in der Frequenz machen wir ja unsere Trades. Kann man so machen, stellt sich aber raus, ich werde es auch gleich noch zeigen, muss man natürlich so nicht machen, weil wer erwartet schon, dass sich die Parameter hier ständig, wer weiß wie, ändern? Nur wenn man einen Tag, um einen Tag die grüne Box hier verschiebt. Logischerweise ändern sich dann nicht zwangsläufig so Parameter rauf und runter. Die andere Frage, wie lange ist denn jetzt die grüne Box? Das ist der verbleibende Freiheitsgrad. Das Tolle ist nämlich hier an der Methode, aus meinen ehemalig 4 Freiheitsgraden, mit denen ich die Open Range Breakout Strategie formuliert habe, diese 4 Freiheitsgrade verschwinden sozusagen komplett, auch mathematisch gesprochen. Sie werden ersetzt durch einen einzigen. Und das ist die Länge des Rückspiegels. Weil der Rest entsteht ja von selbst. Wir suchen ja nach der besten Equity unter Berücksichtigung der Nachbarn und so, wie wir halt best definieren. Aber an dem einen Freiheitsgrad komme ich nicht vorbei. Wie lang ist der Rückspiegel? Hilft also auch wieder nur eins? Müssen wir mal ausprobieren. Und das habe ich natürlich ebenfalls gemacht und führt dann wieder übrigens zu genau der gleichen Art von Auftragung wie vorhin meine Auftragung Profit gegen Stop-Loss. Und da frage ich mich dann auch schon wieder,
genau das Gleiche. Hey, wo gibt's ein Plateau? Also, weil auch hier gilt der gleiche Satz. Wenn ich jetzt feststellen würde, 138 Tage Rückspiegel ist super, aber 139 Tage Rückspiegel und alles geht den Bach runter, dann gilt genau die gleiche Argumentation. Aber das ist die Walk-Forward-Methode, die uns jetzt zwei riesige Vorteile bringt. Nämlich zum einen, wir verlagern das Experiment ab morgen trade ich live in die Vergangenheit. Und zum anderen, sozusagen gratis, kriegen wir, dass die Strategie sich ständig anpasst. Wenn jetzt unsere Marktsituationen sich ändern und was auch immer sich hinter diesem Begriff die Marktsituation ändert sich, egal was das wirklich real heißen soll, das kriegt ja die Strategie mit und berücksichtigt es automatisch und führt zu sich ändernden Parametern. Also, was sind jetzt nochmal die Vorteile? Fassen wir das mal kurz zusammen und dann gucken wir uns tatsächlich mal an, wie eine Equity-Kurve aussieht und wie denn solche Parameter sich dann real wirklich ändern und in welcher Häufigkeit. Der eigentliche Clou ist, dass wir die Optimierung immer in einer Vergangenheit machen und die Anwendung in der Zukunft. Und das ist genau das, was wir ja ab morgen live machen wollen. Und das haben wir dann schon tausendmal gemacht. Dieses ab morgen trade ich meine Strategie live. Das ist ja die Kernfrage schlechthin, wenn wir über Trading-Strategie reden. Wir haben diesen Moment, lange Arbeit, lange Suche nach irgendwelchen Logiken, mit denen wir morgen traden wollen. Und dann fragen wir uns, ob das dann wohl gut geht. Ja, und genau das haben wir dann schon hinter uns und haben dieses Experiment schon tausendmal gemacht. Mathematisch nochmal ist es so, dass wir eine Reduktion der Freiheitsgrade haben. Weil dass es mal ursprünglich vier Freiheitsgrade waren, spielt jetzt keine Rolle mehr. Die merken wir nicht mehr. Die sind abgehakt, weil wie wir dann zu dem innerhalb der grünen Box zu dem besten Parametersatz kommen, ist sozusagen deterministisch, folgt automatisch. Wenn wir nur sagen, wie wir die Nachbarschaftsanalyse definieren und wenn wir sagen, wie wir Best Equity definieren, ist der Rest deterministisch und nicht mehr, ja, das enthält keine Freiheitsgrade mehr. Bleibt nur noch die Länge des Rückspiegels. Der Vorwärtsspiegel, also wie lange der ist, den könnte man halt ultimativ auch gerade so gut auf einen Tag setzen. Leider hat die Sache natürlich auch einen kleinen Haken. Das Ganze, was ich hier beschreibe, ist selbst im Computerzeitalter noch ziemlich rechenaufwendig. Und je nach Art der Strategie kann eine solche komplette Iteration wie die, die ich hier beschrieben habe, dann auch durchaus mal eine Woche Computerzeit in Anspruch nehmen. Alles denkbar. Aber halten wir uns immer vor Augen, was die Großen machen und was die Großen sicherlich auch an Kapazitäten einsetzen. Hier sind wir schon ziemlich nah dran und können auch ganz gut mithalten, wenn wir gute Grundstrategien haben, die wir dann entsprechend auch analysieren und umsetzen. Der andere Nachteil, naja, das ist für mich kein so wirklicher Nachteil. Natürlich muss ich auch in Zukunft meine Parameter immer wieder aktualisieren. Für das, was ich dir gleich vorstelle, mache ich das übrigens alle 11 Börsenhandelstage. Kurze Vorbemerkung, warum 11? Zum einen habe ich ohnehin ausprobiert, was passiert, ob ich jeden Tag neu aktualisieren würde und gemerkt, das ist natürlich zu viel des Guten. Naja, und alle 11 einfach nur, um keine sozusagen natürliche Periodizität zu erzeugen. Wenn ich jetzt immer alle 5 oder alle 10 Handelstage optimieren würde, dann wäre ich zum Beispiel immer am Montag oder immer am Dienstag. Und um genau das nicht zu machen, daher die Zahl 11. Aber gucken wir uns das mal an. Am Beispiel und zum einen will ich mal euch nochmal wieder natürlich eine Performance zeigen von einer Strategie, nämlich genau jetzt der Open Range Breakout Strategie, die dann entsprechend adaptierend ist und die Parameter dann auch entsprechend immer gewechselt werden.
Und zum anderen will ich natürlich auch mal hier einen Blick drauf werfen, wie denn wirklich sich die Parameter ändern und wie häufig das denn passiert, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was es denn heißt, Märkte ändern sich, ohne dass wir wahrscheinlich, keiner von uns, diesen Satz so wirklich treffend beschreiben können. Natürlich können wir über Draghi reden und über Trump reden und all solche Dinge, aber so richtig eine Definition, wie sich ein Markt ändert. Also ich hätte keine parat, um das zu sagen. Natürlich kann ich sagen, der Markt hat gerade einen Trend oder nicht, oder, aber das ist dann eher immer schon gleich so eine Rückwärtsbeschau. Wird gerade nochmal hier im Chat gefragt. Ja, also das, was ich gerade auch schon mal gesagt hatte, ein Freiheitsgrad bleibt mir, nämlich die sozusagen meine Rückspiegellänge. Und wie gehe ich damit um? Das ist die Frage. Ich variiere sie tatsächlich einmal durch und entscheide mich dann für eine Rückspiegellänge für ein gegebenes Underlying. Also an diesem einen Freiheitsgrad komme ich leider nicht vorbei. Also von daher muss ich da einfach passen. Ich würde ihn gerne auch noch loswerden. Aber immerhin habe ich jetzt nur noch eine Ein-Freiheitsgrad-Strategie. Und das ist schon aus mathematischer Sicht ein Riesenplus. So, wie sieht denn jetzt meine Equity-Kurve aus? Und ich hatte ja schon gesagt, die sehen sogar in der Mehrzahl eher etwas schlechter aus als besser. Hallo, wo ist sie denn jetzt? Jetzt stehe ich da. Eine Sekunde. Dann müssen wir hier nochmal schnell wechseln. Eigentlich hatte ich gedacht, ich hätte alles geladen, aber anscheinend nicht. Jetzt hoffe ich nur, dass die auch wirklich geladen wird und nicht wieder hier irgendwo im Nirvana landet. Und sie landet nämlich wieder im Nirvana. Oh je, jetzt habe ich ein Problem. Irgendwie habe ich es geschafft, dass zwei LibreOffice-Instanzen auf sind. Und dadurch habe ich jetzt hier ein Problem, dass ich die nicht sehe. Wie kann ich mir hier kurz helfen? Eine Sekunde. Sorry für die Verzögerung hier. Die Parametersätze, die habe ich auf jeden Fall da. Aber dann versuchen wir noch mal eins. Vielleicht kommt es ja, wenn ich sie direkt lade. Und dann hoffe ich mal, dass sie da ist. Und wenn das jetzt auch wieder nicht funktioniert, da haben wir sie. Okay, sorry für die Verzögerung. Was wir jetzt haben, sind von 8 verschiedenen Underlyings die kombinierte Equity-Kurve. Kombiniert heißt schlicht und ergreifend, dass sämtliche Strategien simultan gleichzeitig getradet werden. Es handelt sich hier um 6 mal Forex-Paare plus Öl plus Gold. Und das ist jetzt hier über 10 Jahre die Equity. Betonung aber, es sind immer natürlich nur die Trades aus der roten Box, immer aus der sogenannten Zukunft. Und wer schon mal andere Equity-Kurven hier von mir oder auch von anderen Menschen gesehen hat, sehen die sonst meistens noch schöner aus. Gebe ich sofort gewonnen. Aber der Clou ist halt, hier sind es immer Zukunfts-Equities. Also Zukunftstrades außerhalb der Optimierung. Das führt ziemlich automatisch dazu, dass eine Gesamtequity dann in Summe doch dann schlechter aussieht. Aber sie ist aus meiner Sicht, das kann ich jetzt nicht beweisen und garantieren schon gar nicht, aussagekräftiger für die Zukunft. Das ist hier so ein typisches Ergebnis. Und wie immer gilt, naja, diese Equity hat leider auch schon mal 2 Jahre lange Seitwärtsphasen oder auch Drawdown-Phasen. Und diese Drawdown-Phase, in der bin ich auch gerade real tatsächlich mit der Strategie. Und um das auch kurz zu zeigen, gehen wir mal hier in den entsprechenden Account. Und dann können wir auch nochmal den Trade sehen oder auch nicht sehen.
der hier zum Beispiel Euro, japanischer Yen, wie ich vorhin schon sagte, der war noch nicht aktiviert, der ist platziert worden um 13 Uhr, sind die beiden Order, man kann es nicht erkennen, weil die noch übereinander hängen, zum Beispiel Euro, japanischer Yen, wird um 13 Uhr getradet. Nicht wundern, wenn jetzt hier 12 Uhr steht, das ist die Broker-Time. Die warten noch auf die Ausführung. Wie man hier unten sieht, gibt es hier zwei Trades oder zwei Pending Orders. Es gibt vier laufende Trades, und zwar zum Beispiel auf Öl. Der ist getriggert nach Norden, und wir haben einen laufenden Trade Euro-Australischer Dollar und einen laufenden Trade australischer Dollar, japanischer Yen und noch einen US-Dollar, japanischer Yen. Das Konto steht im Moment mit 240 Euro im Minus. Während der letzten 4 Monate ist dieses Minus entstanden. Das war auch schon mal fast den gleichen Betrag, auch schon im Plus. Nee, ganz so hoch war es Plus noch nicht. Aber natürlich gehört das dazu, dass auch hier dann ein solcher Drawdown ist. Und was ich ja immer gerne mache, ist, ich vergleiche immer das, was ich hier real sehe, immer gerne mit einer Equity-Kurve, wie ich sie denn auch historisch sehe. Und natürlich sehe ich hier Drawdown-Phasen. Und wenn ich dann jetzt aktuell in einer solchen Drawdown-Phase ebenfalls real bin, stelle ich mir immer die Frage, wie typisch ist sie? Und da gilt hier die Aussage, ey, da bin ich ja noch völlig locker dabei. Alles weit im grünen Bereich. Von daher gibt es halt wirklich keinen Grund zur Besorgnis. Aktuell. Hier wird schon mal gefragt, ist eine selbstadaptierende Strategie auch schon mal total zusammengebrochen? Nein, also bei mir noch nicht. Aber das ist jetzt eine Erfahrung von 5 Jahren. Und von daher kann ich sagen, also in 5 Jahren ist da noch nie irgendwas zusammengebrochen, sondern es bestätigt sich einfach das, was ich hier sehe. So etwas kommt dann halt auch in der Zukunft vor. Und na, wie immer gilt beim Traden, damit müssen wir halt entsprechend umgehen können. Was aber natürlich zusätzlich noch immer interessant ist, ist die Frage, hey, wie ändern sich denn überhaupt mal so Parameter? Gucken wir mal gleich mal auf den Euro-japanischen Yen. Ist jetzt eine witzige Darstellung hier. Ihr seht gleich viele Informationen auf einmal, aber ihr kriegt relativ schnell gleich die in einem Blick gefasst. Ihr wisst vielleicht noch vom letzten Webinar, dass ich bei Uhrzeiten immer von Minuten nach Mitternacht rede. Also was hier in der ersten Abbildung zu sehen ist, sind die Range-Start- und Range-Endzeiten für den Euro-Japanischen Yen. Wer das hier in gängige Uhrzeiten umrechnen muss, möchte einfach durch 60 dividieren. Also eine 600 durch 60 macht eine 10, also 10 Uhr. Und so weiter. Damit sehen wir, wo wir im Moment sind, nämlich, was ich vorhin sagte, hier oben Range-Endzeit, Range-Startzeit, und wir gucken jetzt hier auf 12 Jahre. Damit auch schon mal gleich die Antwort, hey, wie oft ändern sich denn die Parameter? Und ihr seht sofort, naja, so oft dann doch wieder nicht. Wir gucken hier immerhin auf 12 Jahre. Und dann gibt es hier Phasen, da ist fast 6, 7, 8 Monate lang bleiben die Parameter, wo sie sind. Was dann auch schon mal gerne passiert ist, dass die Parameter hin und her springen immer von dem einen zum anderen wechseln. Physikalisch würde man das jetzt so eine Art metastabilen Zustand nennen. Gleiches, aber egal. Gleiches gilt natürlich hier auch für die Minimum Range, die dann entsteht, oder auch für das CRV. Ihr seht, hey, da gibt es mal Situationen, dann wird das CRV geht runter auf 1, dann aber auch mal bis hoch auf knapp 5. So ist halt diese Strategie getrimmt. Und durchaus auch allgemein börsenrelevant interessant ist mal der Blick auf ein anderes Währungspaar. Nehmen wir mal eins, wo sozusagen auch mal so mehr ausschließlich der ganz ferne Osten, nämlich Australien-Dollar. Japanischer Yen wird auch halt bei uns sehr viel gehandelt, aber australischer Dollar ist insbesondere sozusagen etwas, was dann auch gerne mal sehr früh seine Range-Zeiten hat. Wir sehen hier, dass es eine lange Phase von über 2 Jahren gab, wo meine Range-Endzeit schon um 3 Uhr morgens war. Aktuell ist sie auch da vorne.
und das auch schon relativ lange mit einer kurzen Ausnahme. Das heißt, wir können sogar hingehen, diese Urzeiten, die hier entstehen, die kann man sogar ein bisschen interpretieren. Und tatsächlich ist es so, dass halt so US-Dollar-Sachen eher zum späteren Zeitpunkt innerhalb des Tages neigen. Yens sind so auf der Kippe, aber gerade sowas wie australischer Dollar, auch neuseeländischer Dollar, auch wenn ich den jetzt in diesem Portfolio nicht dabei habe, die tendieren immer eher zu früher, weil da ist halt Action. Da brechen wir aus irgendeiner Range aus und dann können wir diese auch entsprechend traden. Es wird noch gefragt, ich sehe gar kein CRV. Okay, hier ist das CRV. Jetzt für Euro, australischer Dollar. Und naja, ihr seht, jetzt im Moment ist es wieder total konstant. Also seit Beginn 2017 ist es konstant bei knapp 3. War mal einmal ganz kurz eine Ausnahme hier. Einmal nach unten geschwippt und in Wahrheit sind es also schon fast 1,5 Jahre jetzt hier mit CRV von knappen 3. Das heißt, dieses, wie häufig muss ich aktualisieren, beantwortet sich hier auch ein bisschen aus der Grafik. Auch wenn ich jetzt hier real alle 11 Tage aktualisiert habe, kann man schon erahnen, dass wahrscheinlich, wenn ich aus den 11 Tagen 30 Tage machen würde, wäre jetzt hier immer noch kein großer Unterschied zu sehen. So schnell ändert sich halt die Welt nicht. So schnell ändert sich halt die Börse nicht. Und es gibt keinen Grund, dass ein Parametersatz, der heute gültig ist, warum der nicht morgen auch noch gültig sein soll. Hin und wieder, immer mit dem Blick auf den Rückspiegel, kommen natürlich schon entsprechende Änderungen hier auch vor. Soweit. Also zu einer sich selbst adaptierenden Trading-Strategie. Ich will es aber noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was wir eigentlich haben, weil es waren zwei Methoden, die ich heute eigentlich beschrieben habe. Die eine war noch niemals wirklich angekündigt, aber wir brauchen sie. Wir brauchen unbedingt diese Nachbarschaftsanalyse, um die Überoptimierung zu vermeiden. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle nicht mehr das Beispiel gefunden. Ich habe diese Strategie auch mal durchgerechnet ohne die Nachbarschaftsanalyse. Und in der Tat passierte dann genau das, was man auch intuitiv erwarten würde. Diese Trades in der jeweiligen Zukunft, also in der roten Box, die waren dann mehrheitlich nicht so gut, weil sie halt aus einer überoptimierten Strategie herausgekommen sind. Also diese Nachbarschaftsanalyse mit reinzunehmen, um die Überoptimierung zu vermeiden, ist hier schon ein Key-Parameter für die Strategieentwicklung. Wenn wir jetzt noch die Methode Walk Forward anwenden, kriegen wir gleich zwei Sachen mit einem erschlagen. Nämlich zum einen, dass wir wollen morgen live gehen mit unserer Strategie. Und das haben wir jetzt schon tausendmal in der Vergangenheit gemacht. Und wenn es da funktioniert hat, naja, warum dann nicht auch ab morgen? Eine Garantie ist es auch wieder nicht, wie immer. Wie gesagt, es ist kein heiliger Gral hier. Es ist nur eine Methode. Aber diese Methode ist auch intuitiv sehr elegant, weil sie ja das macht, was wir auch morgen live machen wollen. Wir haben eine Strategie schon tausendmal optimiert und traden sie ab morgen live. Nur das haben wir jetzt schon mal gemacht und brauchen nicht einfach nur darauf, auf diesen einen Moment vertrauen, hey, wir haben jetzt heute optimiert und morgen traden wir. Und das gibt mehr Gewissheit in die Strategie. Beweisen kann ich es nicht. Und eine Sicherheit, dass ich immer mit dieser Art auf der richtigen Seite liege, diese Garantie kann ich ebenfalls nicht geben. Aber für mich gilt auch hier, wenn es zur Intuition passt, bin ich schon mal beruhigt. Und das habe ich hier auf jeden Fall erreicht. Es ist ein bisschen Aufwand, bedarf also, naja, schon einiges an Rechenaufwand. Und manchmal quäle ich hier auch Rechner rauf und runter. Und die Lüfter sind dann auf dauerhaft ziemlich laut an.
Aber lässt sich alles lösen. Dafür gibt es Server, dafür kann man Server anmieten und dann hat man es noch nicht mal zu Hause und kann auch relativ gut zu sehr viel Computerpower kommen, die auch immer noch ziemlich bezahlbar ist. So mache ich's. Und das war einfach mal hier ein bisschen auch eine Vorstellung von dem, wie Trading-Strategien aus meiner Sicht entstehen sollten und wie man auch wirklich zu etwas kommt, was hohe Wahrscheinlichkeit auf Gewinn in der Zukunft hat. Ich will euch nicht verschweigen, ich habe nämlich noch ein Beispiel. Wir hatten vor, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen, einen Monat, mal das Thema Martingale, Trading-Strategien. Und auch diese Art eignet sich hervorragend, um sie mal selbst adaptierend zu untersuchen. Natürlich habe ich jetzt hier live noch nicht gerade eine ewige Historie, sondern die ist einen knappen Monat. Aber ich will sie euch nicht vorenthalten. Das hier ist jetzt eine Strategie, die entsprechend funktioniert, wie ich es mal vorgestellt habe, vor 3 Wochen oder 4 Wochen. Auch diese ist absolut selbstadaptierend. Auch hier werden so grob alle 10 Tage, nee, hier ist es länger, hier ist es nur alle 30 Tage oder so, werden die Parameter für die verschiedenen Underlyings, und ihr seht, ich handle hier schon einige, die hier mit reintragen. Und hier entsteht gerade eine sich wirklich ansehnliche Equity-Kurve, die ein ziemlich gewaltiges Wachstum verspricht. Und auch hier ist sie komplett selbst adaptierend. Das heißt, Parametersätze ändern sich, so wie ich es auch in der Vergangenheit dazu zu dieser Strategie auch schon gemacht habe. Und ich hatte euch schon mal ein paar Bilder auch in dem Martingale-Webinar von Equities dazu gezeigt. Die waren genauso walk-forward methodisch hinterlegt wie das, was ich jetzt heute mal im Detail besprochen habe. Und das ist im Moment die Aktivität. Der aktuelle Realhandel. Real, da muss ich dabei sagen, noch ist es ein Demo. Das will ich nicht verschweigen, weil auch ein EA muss immer erst noch eine Testphase durchlaufen und damit ich wirklich auf der sicheren Seite bin, fange ich natürlich eine solche Strategie immer erst auch in einem Demokonto an. Aber auf jeden Fall sieht es sehr, sehr interessant schon mal aus. Okay, soweit von mir. Natürlich euch allen noch einen schönen Abend. Kommt schon noch hier Hinweise. Hey, mit der Methode will ich mal auch was ausprobieren, was schon mal in der Vergangenheit nämlich in die Hose gegangen ist. Kann ich nur empfehlen, weil hier verlagert man das Experiment einfach in die Vergangenheit und kriegt wirklich sehr, sehr gute Erkenntnisse, die man da erzeugen kann. Also, soweit von mir für heute. Euch natürlich noch einen schönen Abend für Fußballfreunde. Na, gibt es heute auch noch was. Und nächsten Monat gibt es dann auch wieder neue Webinare, die sind in Kürze dann auch wieder bei JFD Online zu sehen. Aufzeichnung auf dem YouTube-Channel. Soweit von mir. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Teilnehmerzahl spricht auf jeden Fall schon mal sehr Gutes. Das ist immer beruhigend für mich. Also, macht's gut und noch einen schönen Abend. Tschö.